Pilze. Bisher keine Orks. Aber auch. Oh, da ist der erste. Okay, lass mir die Fackel mal hier. Oh, hat die Fackel gesehen? Ja, komm her. Du war Ork. Genau, zieh deine Waffe jetzt, wo es zu spät ist. Obwohl wir ihn überrumpelt haben und er keine Waffe hatte, hat er uns trotzdem gut was zugefügt an Schaden. Also gut, am Ende hatte er die Waffe, aber eigentlich hätten wir ihn töten müssen, bevor er dazu kommt. Nächster Happen. Aber so wie es scheint, scheint es nicht genug Orks zu sein, um das ganze System abzudecken. Deswegen sind sie so verteilt. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Wenn die Patrouillen sich nämlich überschneiden, haben wir es gleich mit zwei Spähern zu tun. Kräuter. Ah, da ist der nächste. Und noch ein toter Templer. Die werden alle tot sein, wenn das so weitergeht. Weil wenn noch einer von denen. Ah! Wenn noch einer von denen leben würde, dann wäre hier kein Ork mehr. Außer die haben sich jetzt irgendwo verbarrikadiert. So, oh, da ist der nächste. Ja, du. Oh, es sind zwei. Schön verstecken. Lassen wir die da erstmal rumlaufen und schauen uns hier oben weiter um. Nicht, dass uns einer in den Rücken fällt, das könnten wir gar nicht gebrauchen. Aber hier scheint es nicht weiterzugehen. Ja, dann werden wir jetzt probieren müssen, einen von denen einzuschläfern. Oder ist der andere vielleicht weggegangen? Ja, ist nur noch einer. Super, schnell hin da. Komm her, genau du. Ah, der andere kommt auch gerade wieder. Müssen wir nur kurz warten. Genau jetzt. So, komm, greif uns an. Der sieht uns nicht. Na gut, was haben wir an Zauberspruchrollen? Wir haben freundlich stimmen. Das wird beim Ork bestimmt nicht funktionieren. Wir haben einen Feuerball, damit könnten wir ihn ranlocken. Ein Feuerpfeil genauso, ein Heilzauber und Telekinese. Wir haben gar keinen Schlafzauber mehr. Stimmt, den haben wir bei dem einen Novizen angewendet. Also nehmen wir mal den Feuerpfeil. Auf dich. Genau, und jetzt komm her. Oh oh, scheint noch herzukommen. Oh, viel mehr, weg, 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 weg. Nicht gut, gar nicht gut. Wo ist der Ausgang? Da. So, seid ihr noch hinter uns? Nee. Okay, es mit dem Feuerfall war keine gute Idee. Ah, wie kommen wir da sonst vorbei? Also einen von denen haben wir ja gut verwundet. Vielleicht, wenn wir den anstürmen, ihn schnell umbringen und uns dann den beiden anderen stellen. Das wäre aber sehr gewagt. Ah, gucken wir mal. Ganz vorsichtig. Immer schön hinter den Säulen bleiben. Da ist nur der tote Ork von vorher. Da ist der eine Ork, der hier vorne patrouilliert. Wo sind die beiden anderen hin? Da hinten ist der eine, den kennen wir ja auch schon. Aber wo kam der dritte her? Na gut, hilft alles nichts. Wir warten, bis der hintere schön weit weg ist und dann stürmen wir auf den dazu. Und hoffen einfach das Beste. Genau, du. Du bist hoffentlich gleich tot. So, jetzt bist nur noch du da und dein Freund da hinten.
Aha, warum kommt der andere nicht? Hat er Schiss bekommen? Ja, okay, wir haben gerade zwei seiner Kumpel umgebracht. Ja, bleib schön da in der Ecke und versteck dich, Feigling. Dich holen wir gleich. So. Komm her. Solange es nur einer ist. Ja, du. Ah, hinterhältiges. Na komm. Gut, gut. Das lief besser als erwartet. Wesentlich besser. Aber die Orks scheinen irgendwie nicht so zu sein, wie wir es erwartet hätten. Also der letzte jetzt hier zum Beispiel, dass der Angst gezeigt hat und einfach nicht angegriffen hat, ist schon komisch. Aber vielleicht haben wir sie einfach überschätzt. Sind ja auch nur Menschen. Naja, nicht wirklich. Aber sie scheinen ähnliche Gefühlsregungen zu zeigen. So. Wo geht es jetzt weiter? Wir haben hier noch einen toten Templer. Oh, ein Kriegsschwert. Ist das besser als unser Streitkolben? Nee. Das sieht ja. Oh oh. Irgendwo scheint noch ein Templer zu leben. Dem helfen wir mal. Templer nichts. Ah, muss verwundet sein oder so. Na komm, aber stirb, stirb. Oh, da kommen noch mehr. Weia. Aber der Baal scheint sich zu helfen. Nein, nein, nicht auf den Baal. Der Baal scheint sich ja zu helfen zu wissen. Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Kor Angar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Also so schlecht sind deine Kampfkünste nun auch wieder nicht. Du hast dich gerade gegen 5 oder 6 Orks gewehrt. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Kor Angar hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halbzerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Ha. Aber Kor Angar hat doch zumindest gewusst, dass hier Orks sind. Er war ja bei der Vision zugegen. Warum hat er ihm da nichts davon gesagt? Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen 3 Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Na gut, erstmal wieder eine Fackel raussuchen. Denn wenn wir schon was finden sollen, dann brauchen wir auch Licht. So. Also 3 Stollen. Das hier wird wohl einer davon sein. Bist du auch hinter uns? Du wolltest uns folgen. Oh, Ork. Ha!
Ah, so muss das laufen. Gleich mal dazu. Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, nicht mal dazu kommen, die Waffe zu ziehen. Und dann schlägt uns sein Kumpel hinterrücks nieder. Oder versucht es zumindest. Du hättest ruhig helfen können. Das ist auch komisch. Kämpft gegen 6 Orks, aber dann tauchen 1, 2 auf und er rührt keinen Finger. So, wo ist unsere Fackel? Da ist unsere Fackel. Also 3 Stollen, hat er gesagt. Aber was genau wir finden sollen? Ja, das weiß ja keiner von denen. Wir haben nur die Vision gesehen. Hier ist auf jeden Fall schon mal nichts. Kommen wir von da oben? Nein, wir kommen nicht von hier. Hier ist nämlich nur Ork. Ja, doch, langsam kriegen wir Übung darin. Fackel, Fackel ist da. Na, schade, dass uns Lee nicht die bessere Rüstung verkauft hat. Sonst hätten wir jetzt hier wesentlich weniger Probleme. Aber gut, wenn wir das hier erledigt haben, dann kriegen wir bestimmt eine. Denn wir haben hier sehr viel an Erfahrung gewonnen. Hier geht es nicht weiter. Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Na gut. Oh, ein Schalter. Da hat was geknirscht. Ah, okay. Das geht da wahrscheinlich. Aber gucken wir uns hier erstmal noch zu Ende um. Vielleicht liegt hier noch was? Nee, anscheinend nicht. Und was haben wir hier? Ein Trank. Ein Schwert, das auch orkischer Art ist. Noch ein Trank und eine Pergamenthälfte. Hm. Die schauen wir uns doch mal an. Ein Teil eines uralten Pergaments. Das untere Ende scheint abgerissen worden zu sein. Diese Schrift ähnelt den Runen an den Wänden dieser Höhle sehr. Vielleicht kann er damit was anfangen. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Na gut. Er meinte ja, es wären 3 Stollen. Schauen wir mal mit den anderen beiden. Aber vorher schauen wir uns das Schwert mal an. Denn das war ja von anderer Machart. Es war gar kein Schwert, das war eine Axt. Na gut, so kann man sich irren. Aber erstmal wieder abspeichern.